Und er hat richtig Dampf in seiner rechten Leine. Die Gegner machen halt auch nicht viel. Der Ding, der Sanchez, der bewegt sich viel und dann wartet er auf seine Kontergelegenheiten und so, ne? Und die ganzen Gegner kriegen immer Angst und dann jabben die nicht. Und das ist der Fehler. Wenn du ihm keinen Jab gibst, dann wartet er nur auf die einzelnen Hände und dann kontert er. Wir machen gerade Fight-Analyse für Agit, für seinen Kampf. Wir schauen uns gerade hier nochmal die Highlights an von Frank Sanchez. Ey, Tag 2. Heute erwartet euch wieder ein Mini-Vlog. Wir versuchen jeden Tag so einen Mini-Vlog hochzuladen von unserem Trip hier nach Riad. Wir haben jetzt so ein paar Stunden Zeit. Tan macht da hinten noch das eine Video fertig. Wir laden jetzt gleich noch den Kampf von Ring Life Combat hoch. Und dann machen wir uns langsam noch auf den Weg und erkunden das sonnige Saudi-Arabia. A few moments later. Geh mal trainieren. Aufstehen, los jetzt! So, genug getanzt, wir gehen jetzt gleich zum Open Workout, aber erstmal klatsche ich mir noch meine Supplement-Routine rein. Athlete Stack, Testo Support und Essentials. Zack, alles rein. Ah, 20% Rabatt gibt es gerade mit meinem Rabattcode RINGLIFE auf alles. Checkt es aus und wir legen los. Und ist gemütlich? Ja, schön warm. Hier ist gerade 40 Grad. 40 Grad, weißt du, wie warm das ist? Aber es fühlt sich gar nicht so nach 40 Grad an. In Deutschland, während es 40 Grad in Deutschland, wäre ich schon am Schmelzen. So, wir kommen jetzt zu einem Boxer, der wirklich sehr interessant ist. Und zwar ist es potenziell der nächste jüngste Schwergewicht-Champion aller Zeiten. Und zwar Moses Itauma. Er ist gerade 19 Jahre alt, wird erst im Dezember 20 Jahre alt und möchte den bestehenden Rekord von Mike Tyson knacken. Tyson ist damals auch 1986 im Alter von 20 und irgendwie 20,5 oder so Weltmeister geworden. Und Moses Itauma will der nächste jüngste werden. Er ist auf jeden Fall ein Talent, der hat was drauf. Hat eine gute Amateurkarriere gehabt, ist ein verdammt guter Boxer. Mal sehen, was er jetzt am Wochenende zaubern wird. Das ist das erste Mal, dass ich ihn jetzt live sehe. Champion of the World, Sergey the Crusher Kovalev! Ey, Sergey Kovalev kommt jetzt. Kovalev, einer der interessantesten Boxer gewesen für eine ganze Weile, bevor er dann auch gegen Canelo verloren hat. Das war wie Gennady Golovkin, aber schwerer. Die ganzen Leute hatten alle Angst vor ihm. Ja, sieht immer noch knackig aus, muss man sagen, ja. Ist natürlich nicht mehr der Jüngste. Man sieht, ein bisschen Tempo, ein bisschen Knacks im Vergleich zu früher ist vielleicht weg. Aber ich denke, er ist immer noch mehr als gefährlich für die meisten Leute. Und er ist jetzt in der neuen Gewichtsklasse, er ist jetzt im Cruiserweight. Das ist auch interessant. Heavyweight Champion and ranked number 3 in the world by the WBC, Agit Kovalev! Oh krass, der Kommentator hat sogar seinen Namen richtig gesagt. Der hat Agit gesagt, nicht Agit. Ja, Agit macht direkt ein bisschen Pratzen mit Chikru. Ja, knacke ich wie ein Panther, Junge! Wie ein Panther. Agit hat sich jetzt schon mehr bewegt als alle anderen zusammengefügt.
Ah, jetzt macht sich der Gegner auf den Weg. Frank Sanchez, der Kubaner. Wollen wir mal sehen, was er live drauf hat. Ich habe ihn ja jetzt schon einmal kämpfen gesehen. Beim letzten Event hier gegen Junior Fa. Junior Fa hat er böse verprügelt, aber Junior Fa ist auch nicht so ein guter Boxer wie Agit. Aber der ist schon ein Brecher auf jeden Fall. Das sieht aus, als würde er nur ein bisschen Schattenboxen. Hat keine Bandagen oder irgendwas an. Das ist ein unangenehmer Boxer. Wie man sieht, kann beide auslagen, wechselt regelmäßig, bewegt sich viel durch den Ring. Das sind seine Stärken. Open Workouts sind rum. Fury und Usyk haben echt lange gemacht, muss ich jetzt sagen. Sogar, also besonders Fury, ey, wie lange hat er gemacht? Voll lange. Fury hat da getanzt, gesungen, Schattenboxen, Pratzen, der hat alles gemacht. Der sieht auf jeden Fall fit aus, kann man nicht sagen. Ich glaube, das ist somit die beste Form, in der ich Tyson Fury bis jetzt gesehen habe. Sieht aus, als hätte er da Spaß gehabt und ich glaube, der wird das Ding auf jeden Fall am Samstag machen. Usyk hat von oben ihn beim Training beobachtet, war auch ein bisschen interessant zu sehen. Die haben ein bisschen analysiert, was er da oben gemacht hat und ich bin ehrlich gespannt auf den Kampf jetzt dann am Samstag, ne? Warte mal, was erwartet uns morgen? Pressekonferenz, oder? Ja, morgen gibt es auf jeden Fall noch die Pressekonferenz. Freitag ist dann die Waage und dann Samstag geht es endlich los. Samstag, 18 Uhr deutscher Zeit, gehen die Kämpfe los. Ich sag mal realistisch, Agit hat so den viertletzten Kampf. Ich glaube, Agit wird nicht vor 23 Uhr kämpfen, realistisch, ja? Übrigens, ja natürlich, die Kämpfe könnt ihr alle bei DAZN streamen. Ihr müsst das Abo abschließen, 25 Euro kostet das Pay-Per-View. Ich will noch kurz eine Sache zu dem Pay-Per-View erklären, weil ich sehe viele Kommentare online. Ey, DAZN, dies und das, warum 25 Euro? Schau mal, ihr müsst euch vorstellen, DAZN muss ja die Streaming-Lizenz kaufen. Und die zahlen auch einen Heidenpreis dafür, dass sie das überhaupt übertragen dürfen. Und dann müsst ihr das Geld ja natürlich wieder reinbekommen, ja? Andererseits, zum Beispiel in Amerika, wenn ohne DAZN zum Beispiel, ne? In Amerika zahlt man für so einen Kampf 100 Euro Pay-Per-View. Jedes Mal. Und so zahlt ihr halt die Mitgliedschaft plus dann halt ein Pay-Per-View, wenn ihr sowas anschauen möchtet. Dafür habt ihr aber fast alles im Sport schon inklusive. Also da muss man schon auch ein bisschen korrekt sein, DAZN gegenüber. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich mit denen hier arbeite. Ich zahle auch immer die Pay-Per-Views. Ja? Ich kriege die nicht geschenkt oder so. Ich zahle die, weil ich die Kämpfe einfach sehen möchte. Jedenfalls, mal sehen, was uns noch heute erwartet. Und wir gehen erstmal ein bisschen weiter. Do I pay cash? No problem, sir. 20? 20 reals, sir. 15. 20, sir. 15. You know somebody box me now? Ich kann gar nicht verhandeln hier mit den Leuten, ja? Wie hartnäckig. Lalayo na talaga ako. Baka nasunto ako. What is this language? Philippine. Philippine? Yes, sir. So if you break the record, I give you 1,000 real cash. 1,000? Yes, sir. 890, I give you 1,000 real cash. Schau mal, ist eh unmöglich, den Rekord zu knacken. Seien wir ganz ehrlich. Erstens, okay, die Birne ist okay, aber 1000 Real Cash, naja, probieren wir es mal. Not strong enough. Aber eigentlich war das Knockout, weil die Birne ist wieder runtergekommen. So, das war tak tak. Tak tak bedeutet Knockout eigentlich. You know, if it goes up and comes down, it's Knockout. Ah, yes. It's Knockout, you know. Too weak. Nah, too weak. Hey, I'm too weak. Don't need. It's good. Thank you. Have a nice day. Ich erkläre euch aber mal, also den Rekord da zu knacken ist so gut wie unmöglich. Weil, ich sag euch, wie die das machen, wie die den Rekord aufgestellt haben. Die machen den Ball hoch an den Sensor, halten ihn dann und dann hauen die von unten
gegen den Ball und dann ist nur so viel Platz bis zum Sensor und da kommt so eine hohe Zahl raus. Somit tricksen die immer die Boxautomaten und dann sagen die, okay, du kriegst 50 Euro oder so, wenn du den Rekord knackst. Aber es ist so gut wie unmöglich, den Rekord zu knacken dort. Wirklich. So gut wie unmöglich dann. Aber ist egal. Wir machen es ja nur for fun. Can I drive this? 4. 4. I just want to drive here. 200. For how long? 200. For how long? Tour. I can drive or you drive? You drive? Ah, I want to. No. Why not? I give you 250. Ich will selber driften. Kein Bock, dass mich jetzt hier jemand rumkutschiert. Ich will ein bisschen driften durch die Gegend hier. Ein bisschen Rambazamba machen. Mann, mit dem kann man alle nicht verhandeln, Alter. Ich dachte, wir sind hier in Arabien. So hier, normalerweise muss man hier verhandeln können, aber keiner verhandelt. So, was brauchen wir jetzt? Thunfisch brauche ich. Ich kaufe mir jetzt Dosen Thunfisch und dann mache ich mir gleich ein fettes Sandwich. Ein Thunfisch-Eier-Dings-Sandwich. 23 Gramm Aveys auf 100 und die Packung wiegt 112, also knapp 30 Gramm Eiweiß sind hier drin. Ich brauche aber mehr, ich will das Doppelte. Einfach. Nils, was hast du dir ergattert? Granatapfelsaft. Bananas und? Schrauben. Perfekt. Was kommt noch dazu? Irgendwas mit Protein bestimmt noch. Vielleicht Thunfisch. Vietnam. Ja, ist keine schlechte Idee. Miller, was hast du denn schon Schönes gefunden? Hier Protein Drinking Joghurt. Weil wir müssen auf unseren Eiweißbedarf kommen, weil ich, Idiot, habe natürlich vergessen, meine ESN-Subs einzupacken. Aber naja. Oh. Als Schmierung verwenden wir heute Philadelphia Fresh and Creamy Taste. Rote, ich höre dahinter, ist ein Typ, der beobachtet mich gerade voll. What is your name? Hamid. Hamid? Why you take a photo for me? No, we just made a video. You look famous. No problem. You look famous. What? You look good. Really? Yeah. You make me shy. It's the first time. Where are you from? Germany. Germany. Thank you. Was sagt der Käse-Experte? Wow. It's very good. Thank you. Sehr lieb. Alles gut. Sehr lecker. Wow. Sehr, sehr lecker. Thank you. Man kann nie genug von Thunfisch haben, ne? Eiweiß. He switched over to Sugar Hill. You know, I think he became a little bit more of an offensive fighter instead of being on the back foot boxing and behind the jab. He wanted to land that big right hand. He relies on seit mit der neuen Trainings zu sein, der Prime. Tactics. I just call him being a veteran. Und auch sind die irgendwo Schlagbau eigentlich. And punch on the inside, move the man back. And if the referee hat früher immer rückwärts geboxt. Jetzt boxt er vorwärts mit Gewicht dahinter. Der Trainer hat seinen Kampfstil geändert. Er hat gesagt, hör auf rückwärts zu boxen, du bist der größere und schwerere. Du musst groß machen. Simsala Schnauze! Vlog Nummer 2, Ende. Wir sehen uns morgen.